Ah, ich habe doch noch ein bisschen Platz gefunden. Und deswegen können wir weitermachen hier bei The Abbey der NRW über 18 her. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben einen Brief von Secundo gefunden. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir ins Hospital? Wo ging's da nochmal hin? Ah, ja, hier, okay. In den Weinkeller, gibt es hier irgendwas? Ist da irgendjemand? Nein. Ach, guck mal, die Fackel ist weg. Ist er wieder in der Küche, oder? Marty. Ja, was macht er denn? Martin, ich flehe euch an, lasst mich in Ruhe. Ich habe euch geholfen, so gut ich konnte, aber wenn ich mit euch spreche, kann es sein, dass Nazario davon erfährt. Und wenn ich verhört werde, bin ich verloren. Ist gut, das verstehe ich. Auf Wiedersehen, Martin. Toll, also mit dem kann ich mich auch nicht mehr unterhalten. Oh, ist das toll. Was mit dem Reflektorium? Da ist auch wieder zu. Und die Schmiede ist auf. Nikolas, was hat er denn so? Gerade für uns. Tja, die was? Brechstange. Sie wirkt äußerst robust. Schwupp, eingesackt. Da unten liegt noch ein Hammer. Soll ich das nehmen? Hat der alles in seine Kutte steckt, ist ja der Wahnsinn. Nimmt er jetzt die Schere? Nein. Nein. Sie ist leicht verbeult. Bei anderen. Hallo, Nikolas. Oh, hallo. Habt ihr viel zu tun? Verzeiht, aber ich kann euch heute keinen Schlüssel schmieden. Ich bin nicht gekommen, um eure Dienste in Anspruch zu nehmen. Gut, dann entschuldigt mich. Bitte lasst mich mit meiner Arbeit fortfahren. Ich bin sehr beschäftigt und ich möchte keine Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Worauf spielt ihr an? Bitte verlasst meine Schmiede. Geht's noch? Wie ich sehe, habt ihr mir gegenüber die Haltung des Inquisitors eingenommen. Spielt ihr auf diese Schwierigkeiten an? Wollt ihr nicht, dass man euch im Gespräch mit mir sieht? Bruder Leonardo, ich möchte nicht, dass jemand mich anschuldigt, euch geholfen zu haben. Also, bitte, hier habt ihr euren Kompass. Bitte was? Sehr. Oh nein, nicht doch. Quid pro quo, Nikolas. Ich bin nur ein bescheidener Schmied. Mit dem Kompass in den Händen bin ich ein... Möglicher Komplize? Soweit mir bekannt ist, hat mich niemand eines Verbrechens beschuldigt. Bitte sehr. Er gehört euch, Nikolas. Im Ernst, bewahrt ihn auf oder tut mit ihm, was ihr möchtet. Aber er gehört mir nicht mehr. Verzeiht, aber hier ist er. Er gehört nur euch. Dann eben nicht. Wie sich hier alle auf einmal... Es ist mit Kohle gefüllt. Ja, ja. Das du kommst mir müde? Natürlich. Na, ja, nicht stimmt. Mit dem... Oh. Ich muss mir nicht unbedingt die Hände schmutzig machen. Ach, guck mal, auf einmal. Kann ich eigentlich mit dem Brecheisen... Oh, jetzt wieder das... das Fass öffnen? Jetzt bin ich gerade überlegen, was wir alles noch vielleicht öffnen können mit der Brechstange. Das Hospital zum Beispiel, die Tür. Ach Mann. Wo ist er? Da. Verschlossen ist was? Was? Ach so, das war doch, glaube ich, leer, oder? Ups, was ist das? Macht natürlich keine Geräusche. Pulver. Was ist das? Was ist? Ein bisschen Pulver. Könnte Schwarzpulver sein. Aber in einer Abtei Schwarzpulver?
Ich glaube, das ist nicht wichtig. Na, pff, okay. Was denn nu? Friedhof. Ägidius, mein alter Freund und Kupferstecher. Habt ihr einen Moment, Ägidius? Nein. Na, wie immer. Aber das wird euch wohl nicht davon abhalten, mich zu fragen, was ihr wollt. Richtig. Ich möchte, dass ihr Umbertos Klause für mich öffnet. Wie? Nein, das kann ich nicht. Ihr seid doch immer noch Torwächter. Und ihr seid nicht mehr der offizielle Ermittler, oder? Ägidius, es geht nur darum, eine Tür zu öffnen. Ihr habt es oft getan. Nicht, während die Inquisition dabei war, die angrenzende Klause zu durchsuchen. Kommt schon. Versteht ihr denn nicht? Wir haben Befehl, euch nicht zu helfen, weil eure Arbeit hier abgeschlossen ist. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Es kann sein, dass der Abt... Abt? Er redet vom Abt? Das ist ein Befehl von Nazario aus Mailand. Ach ja? Ach ja, genau. Hört, Ägidius. Ich möchte, dass ihr die Tür des Hospitals für mich öffnet. Ich habe den Schlüssel nicht. Habt ihr den zu den Ställen? Ja. Und den zur Küche? Auch. Ich vermute, ihr habt auch den Schlüssel der Schmiede. Ihr vermutet richtig. Welch ein Zufall. Ihr habt alle Schlüssel außer dem des Hospitals. Der Abt hat ihn. Er hat beschlossen, das Hospital bis auf Weiteres zu schließen. Es sei denn, es gibt einen neuen Arzt. Aber wozu brauchen wir den? Hier wird keiner krank. Hier wird nur gestorben. Na, das kürzt das alles ab, ne? Lasst euch... Kann ich dem denn vielleicht überzeugen, wenn ich von Segundo den Brief... Weil letztendlich, also er hat ja Schiss letztendlich vor der Inquisition. Aber, das Ganze nimmt ja jetzt durch den Brief von Segundo schon eine etwas andere Richtung ein. Gucken wir mal. Ich kann keinen Hinweis erkennen. Oh Gott. Wusste ich's doch. Wisst ihr, was in diesem Schreiben steht? Nein, woher sollte ich das wissen? Ich bin doch kein Wahrsager. Das stimmt. Ihr solltet weniger schroff sein, Ägidius. Und ihr solltet mich in Ruhe lassen. Der Inquisitor wünscht nicht, dass ich mit euch spreche. Wir beide werden eine kleine Unterhaltung führen. Also, wenn ihr mir keinen Vorschlag machen könnt, wie ich all dies während meines Mittagsschlafs kehren kann, habe ich kein Interesse an dem, was ihr mir sagt. Dennoch glaube ich, dass der Inhalt dieses Briefes sehr interessant für euch wäre. Ja und? Ihr habt ihn schon vorher gesehen, stimmt's? Ja. Nein. Ich weiß nicht, was ihr meint. Lasst mich euer Gedächtnis etwas auffrischen. An den ehrwürdigen Pater Abt von San Torquato zur Kenntnisnahme. Das reicht. Hört auf. Ach. Also habt ihr früher in San Torquato gelebt? Ja, ich habe dort meine Kindheit verbracht. Naja, eigentlich habe ich dort viel Zeit verbracht. Aber wann immer ich konnte, bin ich entflohen. Ich verstehe schon, dass es euch schwerfällt, die Regeln zu befolgen. Warum sollte ich das auch? Warum dürfen Sie tun, was Sie wollen, und ich nicht? Sie? Ja, Sie, die Mächtigen, die über die Welt bestimmen. Wenn es euch nicht gefallen hat, warum seid ihr dann zur Abtei zurückgekommen? Was könnte jemand wie ich sonst tun? Außerdem, nach den Geschehnissen... Warum wollte Segundo euch aus der Abtei verbannen? Meine Strafe wäre nicht, mich von hier zu verbannen, sondern mich zurück nach San Torquato zu schicken. Glaubt mir, wenn uns das Leiden dem Himmel näher bringt, dann ist San Torquato voller Heiliger. Ich verstehe. Ich nicht. Warum hat Segundo diesen Brief geschrieben? Indem er ihn erpresst, kann er sich Ägidius' Dienste sicher sein. Ah, so wie ihr es tut? Sei still, Bruno.
Auf welchen Vorfall bezieht sich das Schreiben? Es war vor 4 Fastenzeiten. Der Koch von San Torquato erwischte mich dabei, wie ich mich über das Fasten hinwegsetzte. Ich versuchte zu fliehen, wurde aber erwischt. Nachdem ich die Nacht im Stall eingesperrt verbracht hatte, verfügte der Prior, mich auf meinen eigenen Kreuzweg zu schicken. Aber als er mit den Peitschenhieben beginnen wollte, konnte ich mich befreien und stieß den Prior weg. Er fiel auf den Hinterkopf und starb. Ups. Segundo war gerade zu Besuch und sah alles. Er war der einzige Zeuge. Er sagte allen, dass es ein Unfall war und schlug dem Abt vor, mich hier in der Abtei in seine Dienste zu nehmen. So wurde ich zu seinem persönlichen Denunzianten. Ich sollte ihn über alles informieren, was mir zu Ohren kam, vor allem über die Dinge, die den Abt betrafen. Interessant. Werdet ihr mir jetzt helfen und Umbertos Klause aufschließen? Und was ist mit dem Brief? Man kann nicht behaupten, dass dieses Papier von hoher Qualität sei. Es kann jeden Moment zerreißen. Es kann sogar schnell in Flammen aufgehen. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe. Wenn das so ist, sollten wir uns nicht auf den Weg machen. Habe ich eine andere Möglichkeit? Aber nein. Gib mir erst den Brief. Einverstanden. Was ihr für... Ihr könnt reingehen, wenn ihr wollt. Nun gebt mir den verfluchten Brief schon. Was sich hier für Abgründe auftun, das ist der Wahnsinn. Macht euch keine Sorgen. Die Vergangenheit interessiert mich nicht. Schließlich hat jeder von uns Dinge, die er vergessen muss. Schön animiert, wie er es zerrissen hat. Was suchen wir, Meister? Ich weiß es noch nicht, Bruno. Komm, Bruno. Hilf mir, das Bett zu bewegen. Darunter ist etwas. Woher will er das wissen? Die Vertiefung ist zu klein, als dass ich meine Hand hindurchstecken könnte. Oh, wieder das Inventar. Ah, ist das herrlich mit diesem tollen Inventar. Ich habe auch mal versucht, in den Optionen hier vom Spiel das seitliche Inventar zu aktivieren, aber das geht gar nicht. Was wollte ich denn jetzt? Scheint nicht zu gehen. Das ist auch noch spitz. Eine gute Idee. Aber das Kruzifix alleine würde nicht ausreichen, um das, was in der Vertiefung liegt, herauszuholen. Was liegt denn? Ich kann nicht genau erkennen, was darin ist. Aber ich könnte schwören, dass es aus Metall ist. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, deswegen hat er uns den zurückgegeben. Mein alter Reisegefährte, seit ich das Seminar verlassen habe. Hokus Pokus Fidibus, kann man den kaputt machen? Mein geliebter Kompass. Ich glaube, mir wird es fast mehr wehtun als dir. Na gut. Es ist alles im Sinne der Ermittlung. Patsch! Haha, wir brauchen einen Magneten. Er ist völlig zerstört. Das Einzige, was nicht zerstört wurde, ist der Magnet. Ja, Baby. Jetzt ist das Kruzifix am Magneten kleben geblieben. Na sowas aber auch. Jetzt aber. Und? War nicht so spannend. Ein Schlüssel. Was beweist, dass ein Kompass nicht nur den Norden findet. Okay. Und das war's nur für das Loch? Sind wir jetzt hier reingekommen? Nein. Das ist Umbertos Pritsche. Ein Pritsche, so kann man es auch benennen. Wo ist denn jetzt der? Da. Er gehört dem verstorbenen Umberto. Von Beruf Übersetzer und von Berufung Dieb. Passt ja, er hat uns ja auch bestohlen. Aber wofür... Das könnte der Schlüssel fürs Hospital vielleicht sein. Ach, er ist auch weg.
Komm mal jetzt da vielleicht. Glaubt ihr, dass Elarius Umberto getötet hat? Das lässt die Flucht eures Arztes vermuten. Wenn alles klar ist, warum sind wir dann hergekommen? Ich erinnere euch daran, dass Umbertos Tod nicht der einzige war, Pater. Oh, also ist Elarius der Mörder, auf dessen Spur wir sind. Ich verstehe eure Bemühungen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, Pater. Ich verspreche euch, dass bei Morgengrauen all eure Fragen beantwortet sein werden. Bitte? Sie sind immer noch drinnen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo der Abt ist. Komme ich da in die Ansamsklause, komme ich auch rein. Wie geil. Dann fehlt mir ja nur noch eine einzige Klause. Aber hier ist nichts mehr. Und in unserer Klause versteckt er sich noch? Nein. Tja. Wofür ist der Schlüssel? Oder vielleicht für den Kapitalsaal? Es tut mir leid, ich muss im Moment so oft ins Inventar. Ich werde das mal googeln, was das hier ist. Das kann es ja nicht sein. Hand zu. Das geht nicht. Nee, ist der falsche Schlüssel. Okay. Tja, die andere Kerze. Da ist es auch komisch, dass ich die zwar anklicken kann, aber nicht mitnehmen. Es scheint keine normale Kerze zu sein. Ja. Sie ist sehr weich. Ja. Warte mal, wenn wir... Moment. Wir können jetzt mal was versuchen. Ich will jetzt mal zur Küche. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Küche jetzt hier ist. Ich glaube, das war verkehrt. Ich glaube, ich hätte die... Ach, scheiße. Egal. Wir bleiben jetzt mal hier am... Nein. Himmel, Arsch und... Haben andere Let's Player, die das Spiel hier gespielt haben, auch das Problem gehabt? Das würde mich interessieren. Zweifle zwar, dass das richtig... Ah, Türschloss! Oder ich könnte mit der Brechstange versuchen reinzukommen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das geht bestimmt nicht. Nein. Ich glaube, das ist nicht wichtig. Ich kann keinen Hinweis erkennen. Ja, er kann keinen Hinweis erkennen. Er sollte zwar die Tür aufmachen, aber er kann keinen Hinweis erkennen. Küche. Und zwar, wenn die eine Kerze besonders ist, dann ist die andere Kerze auch besonders. Das heißt, ich will... Oh, ist schon wieder. In jedem neuen Screen dauert das so ellenlange. Wenn wir das Inventar einmal geöffnet haben, geht's ruckzuck. Wo hat er denn seine Hand hier? Mitten in der Textur. Oh, nicht schlecht. Aber warum dauert das so lange? Nur weil das Inventar so voll ist? Ich habe jetzt keinen schlechten Rechner. Also insofern... Die ist ja... Das Wachs der Kerze schmilzt. Aha. Warten wir einen Moment. Aha. Ein Docht aus dem Inneren einer Kerze. Was ist jetzt nicht wahr? Aber damit könnte ich mir jetzt... Ah, jetzt weiß ich wofür. Scheint nicht zu gehen. Okay.
Eine Lunte. Was ist jetzt? Moment mal, kann ich jetzt vielleicht die... Oh, schon wieder. Die andere Kerze nehmen? Hier komme ich jetzt, glaube ich, zur Schmiede, ne? Naja, das... Hier komme ich jetzt zur Schmiede. Na. Jetzt gehen wir hinten rum. Zum Brunnen. Wobei, mir kommt da gerade eine Idee. Ich weiß nicht, wo haben wir das gemacht? War das auch Baphomets Fluch? Ich weiß es nicht. Wobei hier auch sehr viel, aufgrund dieser ganzen Kirchensache hier, sehr viel auch an Baphomets Fluch erinnert. Auch, dass unser Cursor hier erinnert mich sehr an Baphomets Fluch. Wieso verneigt er sich? Was war das denn? Aha, sehr gut. Jetzt ist die Frage, ob wir die jetzt auch schmelzen können. Jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhr geguckt. So ein Mist. Freunde, wir machen hier Schluss. Im nächsten Teil probieren wir dann aus, ob die Kerze hier... Okay, wir müssen es nicht ausprobieren. Wo ist denn jetzt die Pfanne hin? Ich brech ins Essen. Okay, also das war ein Satz mit X. Gut, dann gehen wir am nächsten Teil meiner anderen Theorie nach. Denn ich meine mich erinnern zu können, dass wir an Baphomets Fluch mal ein Schloss gesprengt haben. Und jetzt mit dem Docht und dem Schwarzpulver könnte das gar nicht mehr so verkehrt sein. Fehlt nur noch Feuer, aber gut. Das alles im nächsten Teil. Bis dann, NRW Boy 18. Adieu.